Ja, hi! Schaut mal, es gibt noch einen weiteren Darts Adventskalender von Dartspool. Da werde ich dann ab Dezember inhaltlich was dazu machen und hier sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und hier aber auch nochmal ein kurzes Update. Nämlich für alle, die sich gewundert haben, wo ist denn mein erstes Video geblieben zu den Adventskalendern von McDart und von Dartsturm. Da gab es eine Reaktion von Florian von dartsturm.de drauf, finde ich gut. Wir haben telefoniert, uns miteinander ausgetauscht und danach hat er mir eine Aufstellung gesendet, nach der sich dann eben der Gegenwert der Kalender, und das war ja mein Punkt in diesem Video, anders und damit höher darstellt. Das liegt vor allen Dingen an zwei exklusiv produzierten Produkten für den Kalender, die allein dann schon einen Wert von 25 Euro ausmachen, um denen also auch der Kalenderwert steigen soll. Vereinzelt ändern sich auch die Angebotspreise bzw. die Preise für einzelne Produkte, je nachdem, wann man eben schaut. Kurzum, ihr erhaltet in jedem Fall einen höheren Gegenwert als den Verkaufspreis. Und auch hier wieder aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit, ihr findet einen Link auf die Tabelle in der Videobeschreibung, da könnt ihr alles nochmal für euch separat nachvollziehen. Das ist also mein kurzes Update zu Darts Adventskalendern, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, ihr auch. Und hier auch nochmal betonen kann, mein Punkt war ja die Nachvollziehbarkeit von Werbeaussagen, so wie ich meine Meinung auch schon mal zu Sport-Ionen-Armbändern gesagt habe. Und damit schwenke ich rüber zu einem weiteren Darts Adventskalender, auf den ich mich mit seinen Extrapackerln sehr freue. Und hier ist mein Plan, dann ab Dezember jeweils ein Türchen zu öffnen und wirklich inhaltlich dann mal ranzugehen, was ist in dem einen Kalender drin und was in dem anderen. Den Kalender von Dartspool hatte ich persönlich noch nicht, darum freue ich mich da auch drauf, muss aber auch gleich dazu sagen, dass die preislich ein bisschen höher angesiedelt sind. Es gibt zum einen die Standardversion für 109,90 Euro und die Advanced-Version heißt sie für 149,90 Euro. Und was mir hier direkt aufgefallen ist, ist das scheinbar wirklich ganz andere Konzept. Denn hier ist im Lieferung zum Beispiel direkt mal noch ein Extra mit bei, wie zum Beispiel diese Martin Schindler The Wall Card. Die passt hier an meine Wand hinten dran natürlich perfekt dazu. Ebenso eine große Zähltafel, wo man halt so seine Punktestände und so weiter analog notieren kann. Und in den Kalendern sind keinerlei Brass, sondern wirklich Tungsten-Darts enthalten. Beim Standardkalender ist es ein Set, beim Advanced-Kalender werden es zwei Sets sein und sehr wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Formen oder mindestens mal Grip-Arten. Und bei der Bestückung kann es sein, dass der eine zum Beispiel einen Depuls-Dart drin hat und der andere zum Beispiel von Winmore oder einer anderen Marke. Also auch hier kann der Inhalt von Kalender zu Kalender mal ein bisschen variieren. Zusätzlicher Überraschungsmoment. Und da hat Dartspool, finde ich, gut mitgedacht, die originalen Verpackungen, gerade auch was die Darts anbelangt, werden stets mitgeliefert. Finde ich eine gute Sache, denn es kann ja sein, dass der Dart dir nicht gefällt oder du nicht ganz so gut damit klarkommst. Und dann hast du das originale Setup und kannst das entweder weiterverkaufen oder halt wie üblich tauschen. Und da kann ich euch doch direkt auch mal auf den taufrischen neuen Darts-Marktplatz dartsbazaar.de aufmerksam machen. Wenn ihr den noch nicht kennt, einfach mal die URL aufrufen und reinschauen, denn hier gibt es sowohl neue wie auch Gebrauchtangebote für Darts-Interessierte. Und so eine kleine persönliche Note kriegt der Adventskalender, das finde ich richtig süß, durch so kleine Extra-Packerl wie dieses hier. Darts-Sets bitte erst am 24.12. öffnen. Ich bin gespannt. Und wenn du jetzt ebenso Lust auf Darts WM Countdown mit einem Adventskalender bekommen hast und deiner Liebsten oder deinem Lieben noch eine Freude machen möchtest, die Kalender von McDart, Dartsturm wie auch dartspool.de sind nach wie vor verfügbar. Wir sehen uns also zum Thema Darts Adventskalender und was verbirgt sich hinter den Türchen spätestens ab Anfang Dezember wieder. Aber natürlich wird es auch noch im November das ein oder andere Video von mir geben. Wenn du da nichts verpassen möchtest, einfach die Glocke aktivieren, ist nur ein Klick. Und falls du es noch nicht gemacht hast, gerne auch ein Abo dalassen. Ich habe gehört, das bringt Glück und man wirft danach direkt bessere Darts. Und genau das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Good Darts! Bis zum nächsten Video. Euer Olli. My heart sings.